Freunde, ganz kurz bevor das Video losgeht, wollte ich kurz mich dafür entschuldigen, dass ich vielleicht in manchen Teilen des Videos ein bisschen müde war, ein bisschen träge war. Ich habe einfach wieder absolut wenig geschlafen. Ich weiß nicht, was das gerade ist mit meinem Schlafrhythmus. Ich schlafe zurzeit sogar nur 3, 4 Stunden irgendwie jede Nacht. Das ist absolut kräftezehrend, deshalb entschuldigt das. Ich hoffe, dass ich morgen wieder ein bisschen mehr Energie am Start habe. Außerdem wollte ich sagen, ihr könnt mir gerne mal auf Instagram folgen oder auf Twitter folgen. Ich werde euch mal beide Sachen jetzt einblenden und auch mal unten verlinken, Freunde. Habe ich einfach schon Ewigkeit nicht mehr erwähnt. Würde mich freuen, wenn wir auf Twitter vielleicht die 2.500 schaffen. Da fehlen uns jetzt noch ca. 100. Und auf Insta die 2.000. Da fehlen uns jetzt ca. noch 200. Also lasst mal da ein Follow da. Würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Freunde, ich denke, wir alle kennen die Reihenfeuerpistole in World War II. Ich denke, wir spielen sie alle. Ich denke, wir lieben sie alle. Ich frage euch nur an der Stelle, was zur Hölle ist das? Holzpistole, Freunde. Was zur Hölle ist das? Das sieht doch ohne Scheiß, das sieht doch absolut nicht mehr nach einer Pistole aus. Wir kennen es ja, denke ich mal, schon von irgendwelchen Sniper-Varianten, von irgendwelchen Sturmgewehrs-Varianten, wenn die extrem klein sind. Hier haben wir das Gegenteil, hier haben wir einfach eine Pistole, die jetzt aussieht wie eine Sniper, die jetzt aussieht wie ein Sturmgewehr. Whatsoever, Freunde. Wir werden jetzt mit dieser epischen Holzpistole, ein Ründchen WW2 zocken. Wir werden jetzt probieren, den TDM-Auftrag zu schaffen. Wir werden, denke ich mal, 3 Versuche haben. Dreimal werden wir versuchen, falls wir das halt nicht beim ersten oder zweiten Versuch direkt schaffen. 3 Versuche werden wir offen haben mit der Holzpistole. Diesen TDM-Auftrag 35 Kills in 10 Minuten zu schaffen. Ich denke, das wird ziemlich schwer, mit einer Pistole das zu machen. Wir werden uns auch hier definitiv Magazinerweiterung drauf machen, weil ich denke, ohne Magazinerweiterung wäre das Ganze relativ sinnlos. Freunde, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video. Das würde mich richtig freuen. Wenn ihr an der Stelle dem Video einen Daumen nach oben gibt, lasst ein Abo da, falls ihr immer noch neu sein solltet. Ich würde sagen, wir sehen uns in Game. Let's go. So, Freunde, wir sind auch schon in Game angelangt auf der Karte Flektor. 20 Sekunden sind schon ins Land gegangen, wo wir jetzt keinen Kill gemacht haben. Und das ist jetzt übrigens das Brett. Man kann es, denke ich mal, jetzt schon so ein bisschen erkennen, was das für ein Monster auch in-game ist. Schreibt mir auch mal gerne an der Stelle in die Kommentare. Denkt ihr, ich schaffe diesen TDM-Auftrag mit der Pistole? Und wenn ja, denkt ihr, ich schaffe es beim ersten Versuch, beim zweiten Versuch oder beim dritten Versuch? Oder ihr sagt, nee, John, mit der Pistole hier die TDM-Challenge zu machen, das packst du nicht. Dann schreibt mir das auch gerne mal rein. Schreibt mir einfach Hashtag Flop, wenn ich es in allen 3 Versuchen nicht, oh Gott, das ist echt nicht, echt ich von schlechten Eltern, wenn ich es nicht schaffen sollte in allen 3 Versuchen, dann schreibt Hashtag Flop und sonst schreibt halt die Runde, in der ich es schaffe. Oh Gott. LOL, wir haben keine Munition mehr. Nein, ich darf keinen Kill machen. LOL. Okay, vielleicht sollte ich dann doch Duelland mitnehmen. Wir haben natürlich jetzt echt nur 60 Kugeln. Das reicht maximal für irgendwie 4 Gegner oder sowas. 9. Oder... Geil! Holy shit. Nice. Oh, er hat mich so gesehen und so abgeaimt mit seiner Scheißbar. Wir kriegen gerade wieder keinen Kill hin. Wir sind jetzt gerade bei 11 Kills nach circa ein bisschen mehr als 6 Minuten. Das ist in Ordnung. Nein, das ist nach 4 Minuten, meine ich natürlich. Das ist in Ordnung, aber ist natürlich noch nicht das Gelbe vom Ei. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen uns jetzt sputen, noch ein bisschen anziehen. Hier oben ist einer. Vielleicht kriegen wir den, bevor er sich umdreht. Moin. Wir müssen jetzt eigentlich alle auch hier wieder kommen. Moin. Oder rette mich. Nice. Weg hier. Ah! Wir sind kurz vor den Vorräten. Wir haben leider nur noch 14 Kugeln, aber wenn wir die Vorräte hier noch fresh machen könnten, wäre das, glaube ich, nicht. Nein. Nein. Bruder, ja! Das müssten die Vorräte gewesen sein. Ich glaube schon, oder? Ach gut, die Runde ist eh zu Ende. Was mache ich mir für einen Stress? Was eine Scheiße, Alter. I just wanna be part of your symphony. Symphony. Moin, Brudi. Oh, Manfred, Digga. Manfred. Freunde, du hast natürlich jetzt keine schlechte Karte. Für viele schnelle Kills, aber Manfred, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Aber hier geht die Piste echt gut rein. Moin. Oh,
Scheiße! Oder? Kurz die Nate noch raus. Ja, sie hat geschmeckt. Oh, immerhin einen noch bekommen. Waren noch 8 Kills. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel Zeit wir noch haben. Ich schätze mal maximal 1,5 Minuten. Nice. Ich glaube, hinter uns könnte. Perfekt. Nein, Bruder Manfred! Ach, Manfred! Nice, noch. 2 Kills. Nein, nein. Bruder! Bruder! Du bist so schlecht! Was machst du? Ja! Wir haben es geschafft! TDM-Auftrag ist abgeschlossen, meine werten Damen und Herren. Da quitten wir, denke ich mal. Wollen wir rausquitten aus der Lobby? Komm, wir quitten aus der Lobby raus und machen danach noch direkt jetzt die Herrschaft-Challenge, weil wir das jetzt hier First Try geschafft haben. Glückwunsch übrigens an die Leute, die für mich getippt haben und gedacht haben, der Papa John macht das hier beim ersten Versuch. Dann machen wir jetzt noch direkt den Herrschaftsauftrag mit den 35 Kills. Vielleicht schaffen wir das ja auch, aber nur einen Versuch werden wir jetzt hier machen. Und am Ende werden wir dann die eine oder die beiden Kisten, je nachdem, ob wir halt jetzt den Herrschaftsauftrag auch First Try schaffen, aufmachen. Und ja, das ist dann, denke ich mal, eine schöne Sache. Oh. Nice. Eins. Zwei. Ja. Noch 10 Kills. Oh Gott. Nein, wir haben keine Muni mehr. Scheiße. Ich muss mich opfern. Ich muss mich opfern. Tötet mich. Tötet mich. Komm. Ja. Tötet mich. Kills. Bruder. Bruder. Oh Gott, Digga, das ist so schlimm gerade hier, ne? Es ist so eine. Nein, er wurfmessert mich! Ein Kill noch! Wehe, ich schaff's jetzt nicht. Wehe, ich schaff's jetzt nicht. Dann raste ich aus. Die Lobby ist so schlimm, weil hier wirklich jeder. Klar, ist ja verständlich. Jeder hier Nades wirft wie so ein völlig bescheuerter. Aber wir haben es geschafft. Back to back, jetzt auch noch hier den Herrschaftsauftrag, da verpiss ich mich auch direkt aus der Lobby. Und wir werden auch schon die 2 wohlverdienten Kisten hier aufmachen, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es würde mich richtig freuen, wenn ihr an der Stelle schon mal dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir holen uns die Belohnungen ab. Wir müssen uns auch irgendwann mal einen Namen für diese Frau hier überlegen. Wir brauchen irgendeinen Namen, wie ich sie immer nenne, weil wir sind fast täglich bei den Videos, sind wir bei ihr und wir haben keinen wirklichen Namen. Deshalb, irgendwann machen wir mal eine Namensrunde. Jetzt aber was Heldenhaftes, nicht aber was Episches. Ja moin, wahrscheinlich ziehen wir jetzt eine neue Variante von der Dingsbums hier, von der, sag schnell, die Scheißpistole, die wir gerade gespielt haben. Na gut, jetzt noch was. Das waren die Kisten, die wir schon von gestern Abend kennen. Das war's dann jetzt auch an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Jungs. Ciao. Ciao.